Herr Sutterlütti, dass Sie den Fokus auf regionale Produkte gelegt haben, wurden Sie ganz speziell mit diesem Skandal in Verbindung gebracht. Hat sich das Verhalten der Konsumenten schon geändert? Ja, wir wurden deshalb damit in Verbindung gebracht, weil wir ja der Weltmeister von Regionalvermarktungen sind und das größte regionale Sortiment haben. Und wenn in einem Bereich ein Skandal passiert, dann läuft natürlich die Gefahr, dass alle anderen, die auch gute Dinge tun, mit in diesen Kreislauf gezogen werden. Und deshalb haben wir uns natürlich auch bewusst in die Medien gestellt und habe ich mich auch zu dieser Diskussion gestellt, weil wir einen bäuerlichen Partner haben, der Strohschweine für uns produziert, und dem habe ich den Rücken gestärkt. Und im Allgemeinen kann ich sagen, dass unsere Strohschweine in der letzten Woche ausverkauft waren, und zwar schon am Mittwoch. Haben die Konsumenten auch nach der Herkunft der Schweine gefragt? Ja, vereinzelt. Wissen Sie, Schweinefleisch ist eine sehr niedrige Hürde. Wir wissen aus Studien, dass die emotionale Bindung zu Geflügel und zu Schwein sehr niedrig ist. Der klassische Schweinefleischesser will ein günstiges Fleisch haben. Und es braucht seine Zeit, auch in diesem Bereich Sensibilität bei den Kunden zu schaffen. Wieso gibt es beim Supermarkt so wenig regionales Schweinefleisch? Ja, es gibt bei uns zu 100% nur heimisches Lamm, heimisches Bregenzerwälder Kalbfleisch und auch das Biorind ist ausschließlich aus Vorarlberg. Aber das sind alles relativ kleine Segmente, weil 75% des Absatzes ist Schweinefleisch. Und wir haben zu wenig, weil wir nicht die Partner bekommen haben bis dato, die Qualitätsanforderungen erfüllen, die wir uns wünschen, wenn wir ein heimisches Strohschwein anbieten. Hat sich da vielleicht schon ein erstes Vorzeichen für diesen Skandal abgezeichnet? Ja, wir haben in der Zwischenzeit konkrete Gespräche mit Großen und diskutieren mit denen über Investitionsentscheidungen und Unterstützung zur Umstellung deren Betriebe auf ethnisch verträgliche und vorherzeigbare Haltungsmethoden. Was glauben Sie, muss sich für den Handel ändern, damit die Schweinehaltung wieder interessanter wird? Was sich für den Handel ändern muss? Ja, es braucht natürlich auch beim Handel eine gewisse Einstellungsänderung. Wenn wir nur Masse verkaufen wollen, dann wird das nur über den Preis erfolgen. Und im Handel herrscht Wettbewerb, so wie eben in vielen anderen Branchen auch. Und Angebot und Nachfrage regeln den Markt. Ich denke, für uns als Sutterlütti ist es für uns eine große Chance, weil wir sind ein regionales Unternehmen, wir sind nicht international, wir sind auch kein Konzern, sondern wir können mit unseren Partnern, den Bauern in der Region hier, die wir kennen, unter den gegebenen Wertevorstellungen, die wir hier haben, gemeinsam Qualitätsprojekte umsetzen, die Kunden sicher auch verstehen. Wir haben das auch bei Eiern geschafft. Wenn Sie unser Regal anschauen, ist ganz genau gekennzeichnet, woher das kommt, wie das ausschaut. Und wir haben heute 75% Freiland und Biofreiland und nur noch 30% Bodenhaltung. Und in Restösterreich ist es genau umgekehrt. Also da konnten wir als kleines Handelsunternehmen zeigen, dass es sehr wohl in der Region geht.